bei eurem Duell. Yay, so, die Klinge haben wir. Und jetzt den Namen rauskriegen. Dafür müssen wir jetzt wirklich hier hin. Krass, nach Tor Hamekat. Ja, dann porten wir mal wieder Richtung Schimmerheim, ne? Und bewegen uns dann mal in das Dungeon rein. Das, wie gesagt, machen wir jetzt nicht den Endboss. Wir machen jetzt nicht da irgendwelche Nebenaufgaben oder sowas, sondern laufen schnurstracks dorthin, wo dann auch der Gegner sitzt. Ich bin mal schwer gespannt, wo der ist. Ich hoffe, der ist nicht wieder ganz am Ende vom Dungeon. Weil die Quest haben wir vorher mal gemacht. Also im letzten Stream habe ich genau dieses Dungeon mit der Quest für das Dungeon erledigt. Dass da jetzt noch eine Quest drin ist, hätte ich ja jetzt auch nicht gedacht. Kann mal vorkommen. Also nochmal hinein. Da haben wir nämlich auch hier den Weltboss erledigt. Diesen großen Indrik, der dort in diesem kleinen Wäldchen ist. Ja, das sieht lustig aus. So, und da vorne sind wir schon. Das ging ja jetzt schnell. Das ist auch relativ verzwickt, weil da sind zwei Etagen oder so. Das ist wirklich eine große Bibliothek oder so. Das ist schon ein bisschen Lauferei jetzt da drin. Aber ich glaube, ich kenne mich noch aus. Ich war ja schon hier drin. Tor Hamekat. Auf Altmerisch bedeutet der Name so viel wie Bergversteck des Kriegsfürsten, denn diese gewaltige Halle wurde ursprünglich in der frühen ersten Ära für den legendären ersten Schlachtenvogt Fifari erbaut. Sehr schön. Ja, reiten geht natürlich nicht, aber wie ihr seht, habe ich Glück im zweiten Raum sofort. Da müssten wir auch eigentlich so hinkommen. Oh, zum Glück auch keiner da gerade. Na toll, ist doch oben. Ja, wo sind die Treppen nach oben? Ich sag schon wieder, es geht schnell, aber ich habe schon wieder vergessen, wo die Treppen sind. Ich glaube, ganz hinten durch waren die Treppen. Irgendwo hier. Also hier sind auf jeden Fall schon mal Treppen, das ist schon mal gut. Jetzt sind wir schon mal oben. Seht ihr? Aber jetzt, wie kommen wir denn jetzt zu dem Ding? Oh. Nee. Ist doch unten. Bringt Lili. Ach, das war auf der Statue unten. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen, wie es aussieht. Ja, ich bin dran vorbeigelaufen. Es war unten auf der Statue. Zack, jetzt sehe ich es auch. Tada! So schnell kann es gehen. Einen kleinen Umweg musste man auch laufen. So. Ich habe mich schon gewundert, warum ich vorerst mal hier das gesehen habe, das Ding. Da war das nämlich total unnötig. Und es sind Urnen. Es sind Urnen. Es sind Urnen da. Endlich wieder Urnen. So. Lee Rendels Familienschrein. Ehre sei Auriel und lobpreiset die Blutlinie Nivulirels. Lasst diesen erhabenen Namen zwischen den Sternen klingen. Seht den Namen der ruhmreichen Vorfahren. Rumilion, Len, Inezil, Kulanarin, Salonvina, Atapiradinen, Intoriel, Hilnore, Firamilkal, Terrende, Reben, Ninove. Was ein geiler Name. Jo, das wird mal interessant werden, diesen Namen jetzt noch richtig zu sagen. Oh mein Gott, wenn wir da nur einen kleinen Buchstabendreher drin haben, dann war es das für das Duell. Das war jetzt mal wieder geil. So drei Zeilen langer Name. Das ist cool, wenn man nach Italien fährt, also da, wo ich nach Italien fahre, bei Rimini ist das, und dann über die Autobahn fährt, so vom Mailand runter, da gibt es auch so einen Städtenamen, der ist auch irgendwie zwei Zeilen lang oder so, so richtig langer Name, der heißt Casta Pustalengo oder sowas. Das sieht so lustig aus, wenn man den auf der Autobahn sieht. Da denkt man immer, Alter, was ist denn das für ein Dorfname? Aber sehr lustig. Also zusammengeschrieben, ne? Irgendwie Casta Pustalengo oder so. Ist fast so wie bei Mary Poppins. Supercar, die Frage ließ sich expialigetisch. Ja, okay. Ich rede wieder viel, aber sage nichts. So ist es meistens. Okay, auf geht's zurück zum goldenen Greifen. Holen wir uns wieder ein Bierchen. Und sprechen jetzt mit
Fandilol. Das ist jetzt der Sekundant, also der, der dabei ist. Und dafür laufe ich jetzt mal zum Bindeschrein, weil. Oder zum Wegschrein, weil es doch relativ teuer ist. Ohne Wegschrein zu porten. Müssten mehr als 149 sein. Und Holz kann man immer gebrauchen. Ich kann so schöne Stäbe machen. Guck mal hier, wie schick mein Stab aussieht. Na, darum. Holz muss man immer genug haben. Oh, guck mal da. Und die trinkt. Oh, guck mal, wie süß. Oh, wie niedlich. Den lasse ich leben. Der war brav. Der hat nichts gemacht. Dann darf der ruhig weiter trinken. Sah lustig aus. Ach, wie schön ist es hier. Ich bin mal gespannt, ob in Molkmeier irgendeine Ecke gut aussieht. Auf dem PTS sah alles ziemlich, ja, langweilig aus. Langweilig. So, auf geht's. Zurück nach Alinor. Ab in die Hauptstadt. Jetzt sag doch mal was. Es gucken so viele zu und keiner redet mit mir. Ich fühle mich so allein. Kauft ihr euch Morgmeier oder habt ihr ESO Plus? Ihr könnt doch mal was sagen. Braucht keine Angst zu haben. Ich steht nur in einem Video auf YouTube dann. Forever. Naja, solange es YouTube gibt. Goldener Greif. Da sind wir. Mal gucken, wer Fandilol ist. Den haben wir nämlich noch nicht gesehen. Und dann gibt es ein Duell. Dann gibt's Stress. So, wieder ganz oben. Was eine Lauferei. Da geht auf den Blutdruck. Seid gegrüßt, Neuankömmling. Halt. Ihr wart es doch, der Lirendel vorhin so zugesetzt hat. Ihr kommt wahrscheinlich wegen dieser Sache mit dem Ork. Ja, Rogozok ist zum Kampf bereit. Er wartet auf Lirendil in den Ruinen westlich der Stadt. Die Ruinen, hä? Der Ort ist so gut wie jeder andere, um diesen Tumpenklotz zurechtzustutzen. Ihr wisst sicherlich, dass Lirendil über 80 Duelle bestritten und für sich entschieden hat, oder? Sei's drum. Lirendil nimmt diese Herausforderung zähneknirschend an. Wir werden euch bei den Ruinen treffen. Okay. Okay, also jetzt geht's zum Duell. Wo kommen die Leute da alle raus? Ach so. Die Mansarde im Goldenen Greifen. Die gucken wir uns mal an, oder? Wenn die Leute da alle reingehen. Die kosten ja meistens nicht so viel, die in den Gasthäusern. Vielleicht kann ich mir die noch schnell hier nebenbei sichern. Dann habe ich auch hier in Alinor ein Häuschen. So schnell kann es gehen mit dem Homestead, ne? Sieht man die Leute die ganze Zeit aus dem Haus, aus dem Zimmer rauskommen. Jo. Hübsch und 3000 Gold. Das ist doch nix. Gibt's nur ummobiliert? Okay, dann komm. Die gehen wir jetzt mal aus. Tada! Und wieder ein neues Häuschen. Ich bin zu Hause in Alinor. Wie nice ist das denn? Da kann ich mal immer dahin porten, theoretisch, ne? Jetzt kann man ja dann immer zum Haus porten. Das kostet ja nix. Und wenn ich dann immer hier hin port und dann rausgehe, bin ich immer sofort in der Stadt ohne zum Weg. Ach, das ist ja. Ach, das ist ja mal cool. Ich hab ein Housing mehr. Alles, was unter 10.000 Euro Gold kostet, kann man ja mal machen. So. Jetzt könnte es aber mal, ja, fertig sein mit Laden. Was ist das? Besucher und Verbannte übernehmen. Nehme ich mal die gleichen wie im Zwillingsbogen. So. Okay. Hübsch. Klein, aber oho. Packen wir schnell was rein, damit es nicht ganz so langweilig aussieht. So. Das ist ja schon schön, dass man diese Möbelteile immer wieder nutzen kann. Hey. Und jetzt kommt natürlich der tolle Fächer sofort hier rein ins Haus. Ah, okay. Es geht nur ein Sammlungs-Item. So. Ein Haustier brauche ich noch. Ein Haustier bringen wir noch schnell hier rein. Welchen bringen wir denn hier rein? Keine Katze. So, der hier, der ist so süß. So, Hundi, pass schön auf. Ja, braves Hundi. So, was haben wir noch? Eine Sache noch, dann geht's weiter. Ach, ich lasse mich immer so ablenken von hier dem Game. Ein Reittier sollen wir auch noch, den Wehmerwolf hier reinstellen, geht das?
Jo, der Dömerwolf geht auch noch. Hundi und Wolf. Wunderbar. Ne, geht nicht. Besondere Sammlung geht auch wieder nicht. Es war ja wieder klar. Also, mehr geht nicht, ne? Die ich vielleicht noch. Ne, auch Sammlung. Okay, geht alles nicht. Ich habe aber, glaube ich, noch was im Inventory, was theoretisch passen könnte. Ne, auch nichts mehr. Okay, dann passt nur der Hund auf mit dem Fächer und dem... Ach, der Fächer geht auch nicht. Clockwork City, genau, Teil. Ziemlich langweilig. Ich glaube, ich muss mir wenigstens ein Bett besorgen noch für das Zimmer. Aber geht schon. Okay, jetzt geht's zur Ruine. Jetzt geht's zum Duell. Ork gegen Elb. Und ich wette, der Ork verliert, weil er den Namen nicht richtig aufsagen kann. Der kann denn einen dreizeiligen Namen aufsagen. Das wird so lustig. Ich bin so gespannt, was der Ork dazu sagt. Naja, bei Herr der Ringe gewinnen immer die Elfen. Also von daher, da werden die Orks so nicht gewinnen. Und wo müssen wir hin? Da, einfach in diese Richtung. Ich habe auch schon einen Ausgang gefunden. Und so hat man schon wieder ein Häuschen mehr. Das gefällt mir gut. Eine Ruine ist hier. Mhm. Ist auf jeden Fall noch was weiter weg. Ach ja, hier, da war auch das von dem Zeitriss von dem Sijikan. Da ist er auch schon. Das ist ja mein Lieblingssekundant. Es fühlt sich an, als ob ich mir schon seit Stunden die Knöchel aufwärme. Also, wie läuft es? Hat dieser magere Pinkel meine Herausforderung angenommen? Ja, hier ist euer Duell, Florett. Ich habe hier auch seinen Namen aufgeschrieben. Okay. Schaut euch nur dieses Schwert an. Damit kann ich ja nicht mal ein Eichhörnchen töten. Und das ist ein Name? Das sieht mir eher wie eine Einkaufsliste aus. Ha! Spielt auch keine Rolle. Ich mache das aus dem Stegreif. Eine Einkaufsliste statt Name, auch nicht übel. Und Lupina sagt, ich habe ESO Plus, also die wird einfach da Merkmeyer haben. Tja, und ich werde es mir über Kronen kaufen. Steht schon 1 zu 1. Ich gebe Kronen aus, sie gibt Abo aus. Wie sieht's mit den anderen aus? Es sind noch so viele, die zuschauen. Okay, ihr könnt das schaffen. Macht das Duell. Da kommen sie. Jetzt wird's spannend. Ob das gut geht. Ich präsentiere Lirendel, teurer Sohn des Nivulirel. Hier, um die Herausforderung des Orks Roguzog anzunehmen. Das war mal richtig offiziell. Dann seid ihr also bereit, dabei zuzusehen, wie Lirendel euren Freund aufspießt? Aufspießen mag zu hart klingen. Wir kämpfen natürlich nur bis zum ersten Blut. Aber es gibt leider immer wieder Unfälle. Genug gedroht. Hiermit spreche ich offiziell Rogozoks Herausforderung aus. Und an wen genau richtet sich diese Herausforderung? Ich fürchte, ihr werdet genauer sein müssen. An Lirendil Rumilion Len Inezil. Irgendwie hier sowas. Das hier ist zu kurz. Irgendwie sah das so aus. Fahrt fort. Oh nein! Kulunare Salovine Pira, den habe ich, glaube ich, noch im Kopf. Ich glaube, das hier stimmt. Fahrt fort. Und dann Hillenore. Damit kann ich mich auch noch erinnern. Ach, da haben wir es ja. War das denn wirklich so schwer? Lirendel nimmt Roguzogs Herausforderung an und macht sich bereit für den Kampf. Ich vertraue darauf, dass euer dickköpfiger Freund angemessen vorbereitet ist. Na, wenn man sich aus diesem ganzen Text dann nur drei Worte merkt, hat man trotzdem das Richtige erwischt. Habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ha, was ich mir Namen merken kann. Ja, lasst uns diesen Kampf beginnen. Bringen wir das hinter uns, ja? Ja, so machen wir's. Komm her, du Popanz. Der Ork hat gewonnen. Ohne Florett einfach bomb.
mitten in die Wasser rein. Nö, nö, nö. Nicht schlecht. Ha, bei Malakat. Das hat sich gut angefühlt. Wisst ihr, ich habe noch nie einen Hochelfen geschlagen. Das war, als ob man in einen Kissenbezug voller Pudding drischt. Der kleine Kerl tat mir fast leid. Aber nur fast. So geil. In einen Kissenbezug voller Pudding. Hammer. Das ging ziemlich schnell. Ja, in der Regel mache ich eine kleine Schau aus sowas. Aber das hier war eine persönliche Angelegenheit. Wenn ich richtig ausgepackt hätte, würde der jetzt durch sein Ohrloch atmen. Wie dem auch sei. Danke für die ganze Hilfe. Wenn ihr jemals wen umgedroschen braucht, dann gebt ihr mir Bescheid. Hm? Ja, okay. Das war eine lustige Quest. Das Dilemma des Duellanten. Der Ork hat gewonnen und der Elf liegt immer noch da. Ich glaube, ich bleibe noch ein Weilchen. Tolle Aussicht, was? Wunde Knöchel, eine steife, salzige Brise. Ha. Wisst ihr was? Ich nehme alles zurück. Sommers End ist gar nicht so schlimm. Wunderbar. Der Ork ist zufrieden mit meiner Heimat und er sagt gar nichts mehr. Mal gucken, was er hier sagt. Wie würdelos, einen Meer mit der Faust auf den Kopf zu hauen? Dieser Ork ist ein Wilder. Aber bitte verratet ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Okay, sehr lustig. Das war's schon wieder für eine weitere Quest. Wir kommen heute richtig gut voran. Eine Quest machen wir noch. Und zwar haben wir hier noch, Moment, der Kampf der Kulturen. Und die Quest starten wir jetzt. Rigurd, der Ungestüme, das ist der Nordbotschafter, der oft in verschiedenen Bereichen der Welt in Tamriel unterwegs ist. Genau, der Botschafter für den Nordkulturaustausch ist nach Summersend gekommen, um Friedensverhandlungen zu führen. Leider bekommt er einfach keine Audienz bei der stellvertretenden Königin. Rigurd hat mich gebeten, mit Hofdame Vindelven zu sprechen, um herauszufinden, wie wir vorgehen müssen, um eine ordentliche Vorstellung zu bekommen, damit wir die stellvertretende Königin sehen können. Also, er möchte Kultur austauschen. Der Rigurd ist oft unterwegs. Wir sehen den jetzt auch bestimmt nochmal vor dem Thronsaal. Und für den machen wir dann auf jeden Fall dann auch die Quest heute noch zu Ende. Mal gucken, wie lange sie dauert. Und ich bin mal gespannt, wie der dann seine Kultur hier bekannt machen will. Die Elfen sind ja nicht so gerade auf Ork- oder Nordkultur gut zu sprechen. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass es was wird. Ich mache noch gerade mal hier mal die ganze Ringe kaputt, die ich im Inventory habe, um hier ein bisschen mein Schmuckhandwerk weiter zu craften. Das machen wir noch kurz so nebenbei. So, verwerten und dann wird hier mal ein bisschen was zerstört. Alles einfach, auch wenn es viel Geld wert ist. Das ist so viel Geld wert, weil es viele brauchen. Und ich auch. So, langsam nähern wir uns der 14. Und jetzt habe ich noch einen schicken Ring bekommen von Doc F. Danke nochmal an Doc F. Und jetzt kann ich erfüllt lernen. Zack. Dann habe ich schon 2, 4, 6 Fähigkeiten auf Ringen. Und auf Halsketten 2, 4, 6. Damit kann man schon ein paar Sets bauen. Man braucht ja immer eine gewisse Menge an Eigenschaften, damit man auch gute Sets bauen kann. Ich glaube, Julianus würde, glaube ich, 9 Sachen brauchen oder 8. Also einen Julianus-Ring könnte ich jetzt zum Beispiel noch nicht bauen. Da muss ich noch mehr Eigenschaften entziffern. Okay, auf geht's zu Rigurd. Den sprechen wir mal ganz kurz an und dann gucken wir mal, was die Hofdame sagt. Ihr seht, hier sind immer noch ein paar Quests angepriesen auf dem Kompass, ne, die schwarzen Pfeile und so. Wir gehen die, wie gesagt, alle nacheinander ab. Jetzt erstmal Rigurd und Nordkultur. Ich bin mal gespannt, ob die Elfen den irgendwann mal reinlassen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es sieht einfach so schön aus hier, ne? Ach, nee. Schaut es euch alles nochmal an hier, das Disney-Schloss. Wie ich sagte, gewährt die stellvertretende Königin Bittstellern derzeit keine Audienzen.
Andere Angelegenheiten erfordern ihre Aufmerksamkeit. Und wann kann die vielbeschäftigte stellvertretende Königin uns sehen? Will eure Königin überhaupt unsere Bitten hören? Oder wird sie uns ignorieren, wie der Rest Viele von euch Anliegen Hochelfen? Buhlen um die Aufmerksamkeit der stellvertretenden Königin. Die Belange der Nebarra genießen da einfach keine Priorität. Wie könnt ihr es wagen, mich abzuweisen? Als ob ich ein Gemeiner wäre. Ich gehe hier nicht weg, bis meine Bitte gehört wurde. Und das gilt mich. Auch für mich. Also, viele, viele wollen mit dir reden. Rigo zum Beispiel auch. Und da steht Rigo auch. Ja, also hier schickes Schloss. Im Mörkmeier gibt's sowas nicht. Ihr würdet Rigot helfen? Oh, da tanzt mir das Herz wie die Jungen bei einem Ball zum Maras-Tag. Sprecht mit Hofdame Windilven und findet heraus, wie wir eine von diesen ordentlichen, hochelfischen Vorstellungen kriegen. Vergesst nicht, ich habe Geschenke dabei. Die sollten schon ein paar Türen öffnen. Dann nochmal ganz kurz, sagt ihr mir mehr darüber, warum ihr nach Summersend geschickt worden seid? Rigot ist der allerbeste Botschafter in ganz Himmelsrand. Manchmal glaube ich sogar, dass der Nordkulturaustausch nur ins Leben gerufen wurde, um meine Talente und Inkompetenzen zu nutzen. Zumindest hat der Tane dieses Wort genauso benutzt. Wie dem auch sei, Rigot ist gekommen, um den Krieg zu beenden. Schön, dass er nicht weiß, was Inkompetenz bedeutet. Okay, erzählt mir mehr über den Krieg, den ihr versucht zu beenden. Was? Einen Krieg beenden? What? Den Krieg der drei Banner. Eine schreckliche Angelegenheit. Ich trank gerade am Hof des Galgenkönigs, als ich erwähnte, wie dumm es doch ist, um einen leeren Thron zu kämpfen. Am nächsten Morgen hat er mich in ein Boot gesetzt und hierher geschickt. Rigot bekommt immer nur die wichtigsten Aufträge. Okay, der soll ja mit der elfischen Königin in Friedensverhandlungen. Das wird nicht klappen. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt Königin Eirin dazu bringen, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen? Wenn wir eine Audienz bei ihr oder ihrer stellvertretenden Königin kriegen können, werde ich es auf jeden Fall versuchen. Ein fortwährender Krieg ohne Ende in Sicht kann doch für keine Seite gut sein. Außerdem kann Rigot sehr überzeugend sein, besonders dann, wenn ich Geschenke mitbringe. Er grunzt so richtig. Sehr lustig. Warum könnt ihr nicht mit der stellvertretenden Königin reden? Rigot hat keine Ahnung. Windilven redet er immerfort von Gesetzen und Regeln und Gebräuchen. Sie meinte, ein einfacher Nord wie ich würde das nie verstehen. Aber mit eurer Hilfe beim Umschiffen aller kulturellen Klippen ist Rigot ruckzuck zum Tee bei der stellvertretenden Königin eingeladen. Gut, dann erzählt mir noch mal mehr über die Hofdame. Was gibt es da zu erzählen? Windilven ist eine aufgeblasene Speichelleckerin der Königin. Die meint, ihre Achseln duften nach frischer Bettwäsche. Wenn die hochnäsigen Elfen so etwas wie Minister für Kultur haben, dann ist Windilven mit Sicherheit deren Königin. Redet mal mit ihr und überzeugt euch selbst. Und erzählt mir noch von den Geschenken. Oh, was für Schätze ich da mitgebracht habe. Geschenke, für die jeder Nord töten würde. Und viele haben es schon getan. Ich habe Bestaunenswertes aus den Schatzkammern von Windhelm dabei. Eine deprimierende, ausgestopfte Ziege, die Bellas Busen der Nachtgunst und Mammutessenz. Das hört sich alle ziemlich crazy an. Was ist denn eine deprimierende, ausgestopfte Ziege? Ein toller Schatz. Das war König Joruns geliebtes Haustier Bradir, das für seine Tapferkeit bekannt war. Bradir hat sich einmal ganz allein einer Horde marodierender Orks entgegengestellt. Der Skaldenkönig ließ sie ausstopfen und wollte sie ausstellen, nur um dann festzustellen, dass sie für den Kaminsims zu deprimierend ist. Okay, und was ist die Lellas Busen der Nachtgunst?
Er ist etwas, was jeder, der vor Lebenskraft strotzt, zu schätzen weiß, ob Mann oder Frau. Diese Büste von Dibella, der Göttin der Schönheit und der sinnlichen Lehren, hat bei vielen Nord einen Ehrenplatz im Schlafzimmer. Ihre Anwesenheit macht nächtliche Betätigungen erquicklicher. Eiren wird sie lieben. Oh Mann, und die Mammut-Essenz. Oh, die ist bei allen Maiden und Matronen beliebt, die sie sich leisten können. Die Alchemisten Windhelms haben diesen teuren Duft eigens für das Auftragen zu besonderen Anlässen entworfen. Wer würde an einem warmen Frühlingstag auch nicht nach nassem Mammut riechen wollen? Oh mein Gott, das wird so nach hinten losgehen. Okay, dann sprechen wir mal mit der Hofdame. Der Rigurd hat echt keine Ahnung von Kultur, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir sie überredet. Vielleicht schließt er auch einen Friedensvertrag, aber ich glaube, das geht ganz schön in die Hose, das Ganze. Aber Rigurd ist ein lustiger Kerl, das ist echt ein wiederkehrender Charakter, der einfach alles Mögliche versucht. Ich glaube, auf Orsinium hat er sich, glaube ich, mit irgendeinem Ork verliebt. Aber die Liebe ging dann wohl nicht. Die standen dann, glaube ich, am Ende an so einem Boden und dann hat der Ork ihn dann sitzen lassen. Ich weiß nicht mehr genau. Ist schon zu lange her, Orsinium. Aber mal gucken, was hier noch so passiert. Habe ich euch mit diesem Nord gesehen? Ihr solltet wirklich dringend darüber nachdenken, welchen Umgang ihr pflegt. Was muss Rigurd tun, um sich eine Audienz bei der stellvertretenden Königin zu sichern? Eine Audienz bei der stellvertretenden Königin für einen Nord? Nun, für eine Vorstellung braucht man gewisse Dokumente. Eine Empfehlung vom passenden Sapiarchen zum Beispiel, sowie ein Testat der Strafbehörde. Und vielleicht muss man auch mir einen kleinen Gefallen tun. Wenn wir eure Hand waschen, wascht ihr unsere. Ein kruder, aber zutreffender Vergleich. Bringt Sapiarch Tandemem dazu, ein Empfehlungsschreiben auszustellen. Und Justitiar Rolumdel dazu, Rigurds Rolle in einem offiziellen Dokument zu bestätigen. Danach beschafft ihr als Gefallen für mich ein paar Karten für den nächsten Auftritt der Schauspielerin Enigma. Okay, erzählt mir mehr über die Gegenstände, die Rigurd beschaffen soll. Mehr? Ihr Neuankömmlinge stellt immer nur Forderungen. Mehr, mehr, mehr. Ach, na schön. Über welchen dieser ungemein wichtigen Gegenstände wollt ihr denn mehr erfahren? Über Satya Tandemen. Tandemem ist der Sapiarch für die Beobachtungen des Fremden. Er ist Sommersends größte Koryphäe für alle Kulturen, die nicht die der Altmeer sind. Er freut sich sehr über den Erlass der Königin, da er auf diese Weise zum ersten Mal Außenstehende von Angesicht zu Angesicht treffen kann. Ihr findet ihn hier in Alinor. Wie bringen wir den Sapiarchen dazu, Rigurd eine Empfehlung auszustellen? Das werdet ihr den Sapiarchen fragen müssen. Ihr werdet ihm wohl irgendeinen Gefallen tun müssen, schätze ich. Nichts zu Ausgefallenes. Wahrscheinlich will er Hilfe bei den Gesprächen, die er mit den Massen an Neuankömmlingen führen möchte, die an unsere Gestade gespült werden. Wenn ihr jetzt sonst nichts mehr habt... Oh, das ist eine sehr komplexe Quest, viele Sachen zu erledigen. Also einmal mit Tandem reden, dann mit Justitiar Rolundel und dann die Schauspielerin. Tickets, oh mein Gott. Rolumdel dient als Beamter der göttlichen Strafbehörde, die sowohl das weltliche als auch das rechtliche Gesetz hütet. Er kann ein offizielles Dokument aufsetzen, das Rigurds Status als Diplomat bestätigt. Für einen kleinen Gefallen natürlich. Ihr findet ihn in Lilandril. Noch ein Gefallen? Gefallen sind die Währung der Macht hier auf Sommers End. Aber macht euch nicht allzu viele Sorgen darüber. Rolumdel will wahrscheinlich nur Hilfe bei irgendeiner kleineren rechtlichen Angelegenheit. Nichts, was euch und den Nord überfordern würde. Gut, und dann noch die Tickets für Enigma. Ach, die schöne und geheimnisvolle Enigma. Ich bin eine echte Bewunderin ihrer Kunst. Diese Schauspielerin ist womöglich die Beste aus dem Haus der Träumereien. Ich jedenfalls sehe es so. Und viele andere auch.
wenn man danach gehen kann, wie rar Karten für ihre Auftritte sind. Ich gehe davon aus, dass ihr sie in Relentil findet. Wie soll ich denn an Karten kommen, wenn die so schwer zu kriegen sind? Die Lösung dieses Rätsels liegt bei euch, sofern Rigurd wirklich die stellvertretende Königin sehen will. Der Umgang mit Enigma sollte sich nicht stark von dem mit den anderen unterscheiden. Sie ist schließlich eine Hochelfin. Mit Gefallen kommt man sehr weit. Sogar im Haus der Träumereien. Ungelogen. Tja, also Gefallen für Sapiage, für Enigma und für den Justiziar. Drei Gefallen. Dreimal was zu arbeiten. Oh, da hätte ich jetzt aber Hunger drauf. Das leckere Steak, du, das sieht aber lecker aus, Schätzelein, du. Boah, nee. Ach, und was müssen wir? Wir müssen wieder arbeiten. Nix mit Steak essen. So, ich gehe nochmal kurz in die Ratskammer. Ja, keiner mehr da. Hier habe ich die Hauptquest beendet. Und damals waren dann die ganzen Questgeber da, mit denen man schon mal eine Quest hatte. Jetzt ist echt tote Hose hier. Naja, gut. Schade, aber immerhin. Hauptstory ist durch. Auf geht's. Gefallen für die drei Leute erledigen, damit Rigurd dann endlich zu seiner Verhandlung kann, um den Krieg zu beenden. Ob das geht, ein noch zur stellvertretenden Königin. Ich bin da sehr unsicher. Aber ich bin mal auf die Gefallen gespannt, die wir jetzt tun müssten. Jetzt haben wir richtig viel Arbeit, ey. Was für eine komplexe Quest, denkst du dir? Mit allen hatte ich schon Kontakt, ne? Also ich war schon bei der göttlichen Strafbehörde in Lilandril. Ich war schon bei dem Haus der Träumerei. Ich war eigentlich schon bei allen. Aber was hier zu tun ist, ist die Frage. So, da vorne ist auch schon der Sapiage. Ich sehe ihn schon da unten an der Bank. Nehmen wir mal wieder hier die Abkürzung. So. Keinen Bock, den ganzen Weg zu laufen. Ist ja ziemlich kompliziert, da hochzukommen. Und Nummer 1. Ich hoffe, ihr seid nicht wegen etwas Wichtigem hier. Mein Terminkalender quillt über. Vor dem Schlammkrabbenfest zu Mithya kann ich euch unmöglich irgendwo dazwischen quetschen. Oh Gott, der hat ja einen vollen Terminkalender. Ihr müsst für mich ein Empfehlungsschreiben für den Nordbotschafter Rigurd verfassen. Eine Empfehlung? Ihr solltet wissen, dass ich die nicht einfach so zusammenschustere. Eine Empfehlung bedarf gründlicher Nachforschungen und Überlegungen. Ich kann gar nicht vorsichtig genug sein, wenn es darum geht, mich für Neuankömmlinge auszusprechen. Hofdame Windelwehn schickt uns. Sie meinte, ihr könntet einen Gefallen brauchen. Windelwehn? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Wenn ihr Gegenstände von besonderer kultureller Bedeutung von den Neuankömmlingen beschaffen könntet, sagen wir etwas von einem Khajiit, einem Bretonen und einem Argonier, lasse ich mich unter Umständen dazu überreden, eine Empfehlung für Botschafter Rigurd auszusprechen. Ich nehme an, ihr habt einen bestimmten Khajiit, Bretonen und Argonier im Hinterkopf? Das habe ich tatsächlich. Die Khajiit heißt Ujora. Exotisch, findet ihr nicht? Henry Ondare ist der Bretone. Und die Argonierin nennt sich Rauschuppe. Bringt mir etwas, was ihnen gehört und ihre Kulturen widerspiegelt. Und dann können wir reden. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich nochmal von drei Leuten Sachen besorgen. Es ist ja echt der Hammer. Also, für drei Leute Gefallen tun, von drei Leuten was besorgen. Für den ersten Gefallen schon. Heftig. Hoffentlich gibt er das jetzt einfach so hier. Nicht jetzt, mein Freund. Ich war nicht in der Lage, mir in dieser Stadt Arbeit zu sichern. Und ich fürchte, dieses Land der Hochelfen birgt anstelle ungeahnter Möglichkeiten nichts als Enttäuschungen für einen Neuankömmling wie mich. Ich suche nach Kulturgegenständen, die in Verbindung mit den neu eingetroffenen Einwanderern